Hör jetzt auf, wir müssen lernen. Mann, hör auf, mich abzulenken. Jetzt lass uns endlich arbeiten. Was passiert jetzt überhaupt nicht? Ich absorbiere gar kein Wissen. Bokeno, es tut die Amuskorte zu ihm aus dir, Po. Sei still, Kamerad. Verleib dir das Pergament schnell ein. Schon bald steht unsere Prüfung an. Ach, oh ach. Elisabethanische Dichtung. Pfui und wieder pfui. Wir haben die falschen Bücher gegessen. Oh, wir werden den Test verhauen. Dann geraten wir in den Strudel des Versagens, müssen ein Jahr wiederholen und ehe wir uns versehen, sind wir die einzigen Kinder in der siebten, die Bärte haben. Es sei denn... Was? Wir könnten... Was? Naja, wir könnten... Du weißt schon, wir könnten... Was? Du meinst... Spicken? Habt ihr denn geglaubt, ihr würdet damit durchkommen? Ehrliche Antwort? Ja, ich hatte es gehofft. Keine Ahnung, was schiefgelaufen ist. Vielleicht findet ihr es ja in den Osterferien heraus, denn die verbringt ihr mit Nachsitzen. Ich schicke euch in den Block mit den Dauernachsitzern. Ihr werdet ab sofort weder essen noch aufs Klo gehen, noch sprechen, noch blinzeln, außer wenn ich's erlaube. Habt ihr verstanden? Was? Darf ich blinzeln, bitte? Nein. Ruhe, ihr Ungehorsamen! Das sind die neuen Insassen. Sorgt dafür, dass sie sich willkommen fühlen. Darf ich jetzt blinzeln? Du überlebst hier drin keine 2 Minuten, kleiner Fisch. Gumball, kannst du mich hören? Ja, was machen wir? Die sehen aus, als wären sie bei Hyänen in einer postapokalyptischen Zukunft aufgewachsen. Besonders die Torte. Sie sieht aus, als wäre sie aus faulen Eiern und Fußpilz gebacken. Ich bin ein Junge, du Vollpfosten. Sogar ihre Stimme ist eklig. Moment, sie kann unsere geheimen Gedanken hören? Ja, weil ihr 2 Dödel laut redet. Ja, das klingt plausibel. Oh Mann. Sogar meine blauen Flecken haben blaue Flecken. Mach dir mal keine Sorgen, Kumpel, denn ich habe, was du brauchst. Ein Kuss, der alles gut macht? Nein, wir müssen älter aussehen, wenn wir respektiert werden wollen. Was wir brauchen, ist ein Tattoo, verstehst du? Wie findest du's? Also für straffällig gewordene Jugendliche sehen wir jetzt zu alt aus. Mag sein. Perfekt. Was gibt's zu glotzen, Freak? Mann, hör auf! Deine Augen stoßen schon zusammen. Bitte lass ihn in Ruhe. Es reicht. Danke, Mann. Ich schulde dir was. Du schuldest mir eine ganze Menge, wenn du meinen Schutz willst, Dubi. Was ist ein Dubi? Nachsitzlenk für dummes Baby. Ah, verstehe. Schutz vor wem? Er meint, vor wem willst du uns beschützen? Vor mir. Wieso will der Kerl, dass wir den Grundriss der Schule klauen? Na, das ist doch wurscht. Er ist eine wandelnde Zeitbombe. Okay, jetzt ist es günstig. Hier, ich hab sie. Und jetzt lass uns schnell ab... Was? Das musst du dir unbedingt angucken. Ich